Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video hier. Ein ganz besonderes, denn das ist der erste Teil von meiner neuen Videoreihe Loop My Room. Was ist Loop My Room? Ich komme zu euch nach Hause und gestalte ein Zimmer eurer Wahl um. Ihr konntet mitmachen auf YouTube und Instagram, das heißt, folgt mir hier, folgt mir auf Instagram, um nicht zu verpassen, wenn das nächste Gewinnspiel online geht. Deswegen stehe ich auch neben dieser wunderbaren Zimmerpflanze, die ich schon besorgt habe für die Gewinnerin. Wer das ist, wie sie gewonnen hat, das erfahrt ihr gleich. Wir werden gleich eine Roomtour machen, eine Empty Roomtour von der Gewinnerin. Ich habe wirklich eine super aktive Followerin ausgewählt, die mir schon sehr, sehr lange auf dem Schirm ist. Das heißt, aktiv sein lohnt sich, um beim nächsten Mal ein bisschen mehr Bonus zu haben. Falls ihr sehen wollt, was für einen Raum wir jetzt umgestalten, dann würde ich sagen, bleibt dran, denn es gibt jetzt gleich die Empty Room Tour, aber vorher gehen wir jetzt in die Wohnung und begrüßen mal meine Gewinnerin. Ich muss doch jetzt eigentlich... Leute, ihr wisst gar nicht, was das für eine Koordinationsschwierigkeit war. Wir haben natürlich einige Sachen schon vorher zu ihr hinbestellen müssen. Die Sachen sind dann teilweise nicht richtig angekommen. Das werdet ihr aber gleich im Laufe des Videos sehen. Und einige Dinge wollten wir natürlich auch noch heute besorgen, weil wir noch Maße brauchten etc. Und wir hoffen, wir haben jetzt alles. Wir hoffen, nichts geht mehr schief. Und ich würde sagen, wir besuchen jetzt die Gewinnerin. Hallo. Hallo, Silke. Hi. Hallo. Ich drücke dir mal direkt das Mikro in die Hand. Ja. Ne? Hi. Hi. So, das ist... Paulina, unsere Gewinnerin. Hallo. Und ich würde sagen, einfach ins kalte Wasser schmeißen. Du machst jetzt eine Roomtour. Vom ganzen Zuhause oder? Nein, also okay. Von dem Raum, den wir umgestalten. Ja, alles klar. Einmal hier lang. Okay. So, das ist der Raum, ja, um den es sich hier handelt. Mhm. Also fangen wir mal direkt hier an. Mhm. Der Tisch ist noch von der alten Wohnung von Tobi. Wir haben ihn einfach nur mitgenommen, weil er seinen Sinn und Zweck erfüllt. Mhm. Aber er passt optisch, finde ich, hier gar nicht rein und irgendwie... Gibt auch nichts her. Er ist auch kaputt, wie man sehen kann. Und wir sitzen da eigentlich nie. Also wir nutzen ihn gar nicht. Und ist eigentlich schade, weil hier wäre eigentlich ein schöner, gemütlicher Platz, um zusammen zu sitzen. Ja. An der Küche hier, aber... Ich finde, wenn man diese Ecke sieht, hat man auch so direkt so eine Vision, wie es auch aussehen könnte. Deswegen... Wir nicht. Deswegen danke, dass du eine hast. Weil wirklich, also ich hatte keine Ahnung. Vor allem das, was wir gesehen haben, konnten wir uns einfach nicht leisten. Mhm. Weil wir das Geld einfach beiseite legen für andere Dinge momentan. Paulina und Tobi heiraten nämlich bald und von dem Geld, was sie zur Hochzeit bekommen, wollten sie eigentlich den Essbereich verschönern, aber jetzt bin ich ja da. Und deswegen ja, haben wir uns das noch nicht vorgenommen in der letzten Zeit. Und dann habe ich noch diese Wand hier, die ist mir auch ein Dorn im Auge. Ja, da können wir auch mal hingehen. Weil an sich ist die ja schön groß. Und gefällt mir, also man kann da auf jeden Fall was draus machen, aber wiederum bin ich hier wieder die Unkreative und schaffe es nicht, hier irgendwie was draus zu machen. Hier ist auch ein schöner Fleck. Ja, kenne ich. Ja, da war eine Mücke unterwegs, die habe ich dann zerquetscht. Ja, die ist dann auch immer verewigt. Perfekt. Ja, ja, da werden wir was Schönes zaubern, würde ich sagen. Aber ich finde trotzdem, man sieht, dass ihr so, ihr habt hier schon so einen gewissen Stil und die will ich auch auf gar keinen Fall irgendwie so brechen. So, ne? Ich habe versucht, bei den Sachen, die ich so ausgesucht habe, dass es schon so ein bisschen trotzdem so noch eure Handschrift trägt. Ne? Jetzt nicht hier komplett rosa Plüsch oder so, weißt du? Ich habe auch noch ein kleines DIY-Projekt, dazu kommen wir aber auch später, das machen wir dann zusammen. Und was ich richtig schön fand, ist noch euer Regal. Da habt ihr auch gesagt, das würdet ihr gerne so behalten. Und ich finde, das habt ihr auch richtig schön gemacht und ist ja auch noch so ein bisschen beleuchtet und so. Ich mag ja so indirektes Licht. Also ich würde sagen, es sind ja so fast zwei Räume in einem. So Wohnbereich und Essbereich und das kriegt man auf jeden Fall hin. Bevor wir zum DIY kommen, lernen wir Paulina jetzt erstmal ein bisschen kennen. Was war dein größter Fehlkauf? Also eigentlich jede Pflanze, die wir uns zugelegt haben. Deswegen ist ja auch keine mehr. Ich liebe Pflanzen, aber irgendwie habe ich es nie geschafft, die hier am Leben zu erhalten. Taufen könnt ihr sie. Ja. Wenn du ein Möbelstück wärst, welches wärst du? Die Matratze. Oh Gott. Nee, das ist kinderfreundlich hier alles. Ich glaube, so ein Sessel, so ein Cooler, den man so mit so einer Fernbedienung steuern kann, weil die einfach cool sind. Mit welchem Möbelstück verbindest du eine persönliche Geschichte? Eigentlich mit diesem Kacktisch, der hier steht, weil den hatten wir in der alten Wohnung stehen und der hat uns beim Umzug begleitet. Ja, nur jetzt will ich ihn loswerden. Wenn du nur einen einzigen Gegenstand aus deiner Wohnung mitnehmen könntest, welcher wäre es?
ich glaube, das Regal hinter mir, nicht das ganze Regal, aber so ein Deko-Element davon. Oder warte mal, aus der ganzen Wohnung, ne? Dann warte, muss ich mal kurz überlegen, da ist bestimmt noch was Cooleres. Mein Schminkbereich. Ich habe so einen coolen Schminktisch, den Tobi für mich gebaut hat und den würde ich auf jeden Fall retten. Welches Möbelstück hast du dir als allererstes gekauft? Ja, die Küche haben wir, glaube ich, als erstes gekauft und dann haben wir alles drumherum so ein bisschen angepasst. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns in unsere Arbeitskleidung und legen los mit dem DIY. Okay, jetzt kommen wir zum DIY-Part. Ich möchte bei Loop My Room immer einen DIY-Part machen. Ich glaube, das ist auch ganz cool, dann hat man sowas Persönliches so in der Wohnung. Ja. Und dafür brauchen wir einmal einen Schrottbilderrahmen. Also den Bilderrahmen, der kann dreckig werden, da sollte am besten auch irgendwie nicht wirklich... Also das ist einfach ein Schrottbilderrahmen, den braucht man einfach. Habe ich extra von mir zu Hause mitgebracht. Dann braucht man einmal so, je nachdem, welche Größe man haben will, ja, Bastelkarton oder wie nennt man das? Ja, Papier, also was man so haben möchte. Ich tue jetzt so, als wäre ich ein Profi, aber ich habe gar keinen Plan. Wir gucken mal. Dann braucht man so Acrylfarbe. Mhm. Wir haben schwarz genommen, weil hier ist ja alles schon so sehr so clean. Und ja, ich dachte irgendwie, damit könnte es ganz, ganz cool werden. Und natürlich braucht man Murmeln. Das Lustige ist, ich habe viele Pakete ja auch zu dir bestellt. Ja. Und was hast du gesagt, das war eine Sache, die du aufgemacht hast? Genau, ich dachte, das ist was anderes, dann mache ich es auf und dann waren ein paar Murmeln drin und ich dachte so, okay, da habe ich mich vielleicht ein bisschen vertan bei irgendeinem Einkauf, aber scheint jetzt doch einen Sinn zu haben. Ja, aber ich will immer, dass es halt eine Überraschung auch schon ist, ja, deswegen gleich schicken wir die beiden auch weg, damit der Überraschungseffekt da ist, aber das DIY macht sie natürlich mit mir zusammen. Ja. Aber es ist so lustig, weil sie sollten kein Paket reingucken und es war von Amazon und dann haben sie es aufgemacht und es ist einfach Murmeln drin, das ist wirklich so random. Ja. Was hast du gedacht, habe ich damit vor? Ich dachte ehrlich, vielleicht so eine Vase, so eine durchsichtige mit so ein paar Murmeln drin einfach. Wow, cool. Ja, du warst so, oh Gott, was habe ich hier eingebrockt? Ja. Ja, nee, das wird jetzt cool. Und zwar, zieh mal auch einen Handschuh an, das wäre, glaube ich, auch gut. Das ist auch eine Sache, die man braucht. Man braucht natürlich auch noch neue Rahmen. Und ich finde es cool mit so einem Passepartout, oder wie man das nennt, weil dann kann hier am Rand auch ein bisschen was schief gehen und das kann man damit verdecken und sieht immer classy aus und toll. Genau, so. Idee war, dass das hier so drin ist. Und dann nimmt man Murmeln, du kannst das mal gerne machen und tust die einfach in diese schwarze Farbe da rein. Ja, wie viele ungefähr? Ja, genau, mach mal 4 Stück rein. Das fühlt sich so falsch an. Das fühlt sich richtig kacke an. Aber du arbeitest in der Kita, ne? Das, ja. Fühlst du dich gerade wie zu Hause so? Wie bei der Arbeit, ja. Schon. Es fühlt sich trotzdem komisch an. Also, weil hier habe ich noch nie gebastelt, wirklich. Also das überlasse ich dann wirklich meine Arbeit. Also jetzt wird es einfach raufgelegt. So werden? Warte mal kurz, wollen wir es mit einem Schrottbild machen? Ja, das wollten bitte. Warte, das wollten wir doch eh. Ja. Mit dem Schrottbild. Mit dem, ja. Wow, wie risky. Okay. So, und rauf. Werfen. Nicht werfen, leg so. In die Mitte aber so. Ja, wie du willst. Guck mal, ich hab die verloren, alle sind weg. Okay. Oh, guck mal, jetzt ist ja, das aber schon warte. Kacke. Und dann macht man so. Ja. Oh ja. Und rollt das so rum und das könnte halt Arzi werden. Aber eigentlich halt mit mehreren, okay? Ja, also mehrere gleichzeitig. Ja. Wir üben. Ja, machen wir erstmal hier. Guck mal, das ist dumm, weil vom Handschuh fällt dann immer noch so ein Brocken ab. Ja, du schrubbst. ich verdünn's mal, ne? Wir testen weiter. Oh Gott, nicht, dass ich jetzt zu dünn gemacht habe. We will see. Vielleicht kannst du einfach mit deiner Hand mal rühren. Ja. Jetzt ist sie alles. Wow, lecker. Scheiße. Ich quetsch mal meine Hand aus. Ja, wir müssen mal die Murmel da wieder reintun, würde ich sagen. Ja, ja. Oh Gott, das fühlt sich echt total merkwürdig an. Ja, ja schon besser. Ja, die rutschen. Und dann rollen die so und dann gibt es halt irgendwas. Ne? Ja. Man muss es ja auch nicht doll machen. Mhm. Sondern einfach nur so kurz so ein Swirl oder so und dann wird halt jedes Bild so ein bisschen anders und hängt dann da. Ist doch eigentlich ein cooles DIY, oder? Ja. Wir müssen mal gucken, wann wir dann stoppen, ne? Wann es dann so reicht, weil manchmal denkt, oder? Ja, willst du mal rollen? Also willst du es mal? Ist schwer, ne? Mit diesem, also ja, es ist wirklich schwer. Ach so. Wow, aber wow. Ja. Wow, ja, ich seh's. Das sieht cool aus. Okay, und jetzt, aber jetzt kann ich den ja nicht anfassen, ne? Du kannst die auch nochmal drauf tun, ne? Ja. Willst du die nochmal drauf schmeißen? Nee, also. Wie gesagt, die Ränder sieht man ja eh nicht. Du kannst auch nochmal 2 neue. Oh Gott, da hatte ich wirklich Angst. Wow, das ist irgendwie geil. Ja. Die machen automatisch so einen Rand, ne? Aber ist auch cool. Ja, aber der Rand, den sieht man ja nicht, weil, guck mal, so, die Bilder die sind ja so, weißt du? Ah, ja, stimmt. Aber das ist auch geil mit dem. Ja, ich finde auch, das ist richtig cool jetzt. Ja, das können wir lassen. Okay, oder? First. Also, first one done. Boah, sieht cool aus. Das wird richtig geil. Das ist wie so Kunst. Ist es ja auch. Ja. Ich finde das mit den Punkten auch voll geil, mit denen das so tropft. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein.
Nein, warte. Ja. Okay. Aber das sieht so, willst du es so lassen? Es sieht schon cool aus. Sieht auch cool aus, ich ne? Auch cool. Ich glaube auch, das wird geil sein. Vor allem die Mitte ist ja dann so cool genau, hier, ne? Genau, genau. Ich glaube, das wird richtig cool. Jetzt ja. Sehe ich's. So, wir lassen die Bilder jetzt erstmal trocknen. Bleibt auf jeden Fall dran, um das Endergebnis zu sehen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Shopping-Challenge. So, wir befinden uns jetzt in der Innenstadt und du hast jetzt gleich 2 Minuten Zeit, einfach alles auszusuchen, was du gerne hättest. Und danach gehe ich nochmal so ein bisschen durch den Gang und gucke so, was ich mir noch so vorstelle. Aber erstmal 2 Minuten alles reinschmeißen in den Korb, was du dir so erträumst für dein Zimmer. Ja, bitte. Okay, 3, 2, 1, let's go. Am Anfang war Paulina ein bisschen überfordert und wusste gar nicht, wohin mit sich. Aber sind wir mal ehrlich, das ist eine Shopping-Challenge, die würde jeder von uns gerne mal machen. Ich fand es auch richtig süß, weil sie wollte auch, glaube ich, einfach nicht, dass sie zu viel Geld ausgibt oder so. Obwohl ich ihr erlaubt habe, alles zu nehmen, was sie will. Aber irgendwann ist sie dann in den Flow gekommen und hat sich ein paar Sachen rausgepickt. Ich sag ehrlich, ich habe mit mehr gerechnet und deswegen wollte ich ihren Einkauf unbedingt noch aufstocken. Ein paar bunte Akzente habe ich ihr dann doch untergejubelt, weil sie hat sich ja wirklich nur so schwarz und weiße Sachen ausgesucht. Okay, Ausbeute. Gering, aber ich werde das noch ein bisschen mehr füllen. Aber ohne euch. Ich verzischt euch jetzt. Hey Freunde, ich habe es so unterschätzt. Nina ist jetzt hier gerade kurz sich Snacks holen. Ich habe eigentlich schon extrem viel zu mir nach Hause bestellt. Ich wollte aber natürlich auch... Ich weiß nicht, es... Hieran seht ihr einfach, dass wir alles safe machen, weil es gibt einfach... Ach egal, ich will jetzt hier nicht so viel vloggen ohne Mikrofon. It's a mess. Fans, wir sind jetzt gerade im TK Maxx. Wir haben die anderen... von uns verbannt. Mhm. Haben jetzt ja auch noch mal ein paar Sachen geholt. Es ist wirklich tricky und teuer. So, die anderen sind jetzt bei Depot und kaufen noch Dekoartikel und jetzt geht's hier richtig los. Wir bauen jetzt alles auf und räumen schon alles um und filmen natürlich alles mit. So werden die Stühle aussehen. Das ist so ein Teddystoff. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, du siehst das hier. Guck mal, ich bin voller Montur. So, der erste Stuhl steht. Hoffentlich stabil. Und jetzt machen wir mal kurz einen Sitztest. Gemütlich, stabil und sieht Bombe aus. Schaut euch das mal an. Toll. Jetzt ein weiterer Stuhl. Oh, es sind jetzt fast alle Stühle fertig. Dana schraubt da gerade noch an dem letzten rum. Dieser Tisch muss ja weg. Jetzt kommen aber auch erstmal die Stühle hier raus, damit wir hier Platz haben. Jetzt hole ich erstmal Akkuschrauber, weil ich ein richtiger Super Mario Bauarbeiter, Handwerker bin. Nennt man das so, Handwerker? Handwerker. Okay, super. Also hier wird jetzt eine neue Lampe aufgebaut, die diese Lampe da ersetzt. Ach, die sieht man gar nicht, aber die diese Lampe hier ersetzen soll. Das wird dann, glaube ich, die ist etwas länger, oder? Über das Sofa rüber? Ja, so eine Bogenleuchte. Ja, genau. Ja. Und ich werde jetzt diesen Tisch auseinanderbauen. It's me, Mario. So, das ist jetzt ein Update zu der Lampe. Läuft gut. Sehr, sehr schön. Und der Tisch ist weg. Und der Platz ist jetzt frei. Und da würde ich mal sagen, bauen wir jetzt mal den neuen Tisch auf. Da kommt auch noch ein Teppich hin und die Stühle drumherum. Das wird, glaube ich, sehr, sehr toll. Hier ist jetzt der Tisch. Das ist ja eigentlich nicht der ursprüngliche Tisch, aber so ein Ersatz-Notfalltisch. Das hier ist der eigentliche Tisch, den wir bestellt haben. Den kann man sogar ausziehen. Also von rund wird er dann zu einem ovalen 2-Meter-Tisch. Das haben sie sich gewünscht. Der kam aber nicht rechtzeitig an. Wie gesagt, der steckte in der Spedition fest. Kein Plan. Also mussten wir am Tag selber noch einen Ausweichtisch besorgen. Der, wie ihr gleich sehen werdet, nur halb ankam. Ein Drittel. Und den packen wir jetzt mal aus. Er sieht sehr verbogen aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hoffen wir mal, dass die Tischplatte nicht verbogen ist. Erstmal kommt da jetzt ein Teppich hin. Das ist nur eine Tischplatte oder bin ich blöd? Leute, auf dem Bild war ein Tisch, der steht. Und dann nee, ist noch... hier. Nee, das sind die. Und das ist alles. Das war alles. Soll ich da mal anrufen? Da sind ja auch Schrauben drin, also was soll ich da schrauben? Das ist voll schön, aber ich muss da gleich anrufen oder jetzt erstmal gucken. Aber hier ist das Bild, Leute. So sieht das Bild aus. Ich sage jetzt zwar nicht, wo wir diesen Tisch bestellt haben bzw. gekauft haben, aber das war wirklich der reinste Horror. Ich habe da angerufen und gesagt, der Ständer, der Tisch, das, wie immer man das nennt, das fehlt.
Und dann wurde ich viermal weitergeleitet oder dreimal, keine Ahnung. Unfreundlich wie sonst was. Ja, müssen Sie da in Mannheim anrufen, über online haben wir nichts mit zu tun. Und dann weitergeleitet. Ja, können Sie einfach abholen. Ich leite Sie nochmal weiter. Nein, geht nicht, Mannheim. Ja, und dann am Ende mit einem gesprochen, der scheinbar wirklich Ahnung hatte und meinte so, ja, das Paket liegt hier noch. Können Sie abholen. So einfach geht das. Also am Ende doch noch gerettet. Sonny holt jetzt das ab und dann, also das ist wirklich Horror mit diesem Tisch, ne? Will das Universum nicht, dass hier ein neuer Tisch steht oder was ist hier los? Naja, okay, Glück gehabt. Ja, we have the Tisch Battle und es waren einfach die nettesten Menschen der Welt. Also ich weiß nicht, vielleicht war es jemand anderes oder keine Ahnung, ich muss nicht mal mein Auto, ich muss nichts zeigen, jetzt haben wir es einfach gegeben. Also, oh, jetzt sind wir erleichtert ein bisschen, jetzt fahren wir zurück, jetzt wird alles klappen. Alles wird wieder gut. Yeah! So, was passiert hier Schönes nebenbei? Tada, die Meisterwerke. Das sieht wirklich, also das würde ich mir kaufen. Das ist ja so cool geworden. Wow, DIY-Projekt ist gut gelungen. Tisch kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Aber da kommt gleich die Rettung, hoffentlich. Das ist übrigens der neue Couchtisch. So Holzoptik, passend zu den Paneelen. Wird, glaube ich, sehr cool. Aber wir müssen erstmal das Sofa wegrücken. Teppich kann dann erst natürlich danach hin, wenn das Sofa wieder dran ist. Und die Paneele erstmal. Das schaffen wir jetzt. Aber wir haben hier jetzt die Paneele, die jetzt da an die Wand kommen, so über Eckmäßig. Dafür müssen wir jetzt irgendwie das Sofa von der Wand wegrücken, das wird auch ein Spaß. Paneel Nummer 1 hängt, das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Wir haben jetzt hier ein Problem, wir wollen es so hier noch zwei Stück hinpacken. Das Problem ist, da unten ist eine Steckdose, das heißt, jetzt kommt tatsächlich mal die Stichsäge zum Einsatz. Ich werde dieses Paneel hier ein bisschen kürzer machen. Jetzt kommen Sonny und Nina wieder und ich bin gespannt, was sie sagen, weil wir haben es tatsächlich jetzt geschafft mit den Paneelen. Hallo! Ich bin nicht mehr, Alter. Habt ihr das Ding? Ja, hier. Oh, da ist das rein, die haben es abgeholt. Waren die nettesten Menschen der Welt. Echt? Ja. Boah, bei mir war Horror. Glaubt ihr mal. Du musst mit dem Tisch kommen, mit der Rechnung. Das ist so schön, wir sind gerade geschockt, es ist ja schon voll viel fertig. So, den Paneelen macht richtig viel aus. Ja. Und die Lampen stehen auch schon, Sonny, guck mal. Ja. Es wird so geil, oh mein Gott, ich bin jetzt wieder hype. Wie war's bei euch? So, es war komplett anstrengend und wir brechen mich. Leg doch mal ab, ja. Wir brechen euch auseinander. Aber die Bilder sind so krass, ne? Das mit den Bildern sieht ja so geil aus. Ja, die Rahmen machen so. Guckt euch das mal an, das sieht wirklich aus wie ein Kunstwerk. Ich schwör, was ist das? Oh Gott, das wird doch alles toll. Ey, ich hatte kurz gerade ein bisschen Mental Breakdown. Ja, komm her. Und Dana. Jawohl. Ja, innerlich bin ich wirklich, vor allem nach diesem Gespräch mit denen, das hat meine Laune so runtergezogen. Das war so eine Frau, die war voll nett zu uns. Ja. Schaut mal, was fehlt. Es fehlt das Teil. Wir waren doch gerade beim Baumarkt. Es fehlt dieses Fußteil. Ich habe die ganze Story erzählt, dass ich angerufen habe und so. Ja, wir haben auch gesagt. Es fehlt noch ein Teil. Das Problem ist irgendwie, dass er jetzt erstmal für den Effekt. Ja, einfach damit ihr seht, wir bringen ihn ja eh wieder zurück. Wir haben auch gerade angerufen und haben gesagt, das reicht, wir bringen ihn eh zurück. Da haben die gesagt, ja, können die verstehen. Nee, also es kann doch nicht wahr sein. Wir waren jetzt schon zweimal da. Ja, naja. Wow. So, natürlich würde man gerne die Stühle, dass sie so ein bisschen weiter wegstehen, dass es cool aussieht. Aber wir mussten die jetzt alle so nah dran stellen, damit die den Tisch halten. Weil er, wie gesagt, kein Fuß hat. Genau der hier, der fehlt. Hier, der Kleine da unten. Da werden Bilder angehangen. Ja, aber sieht schon viel besser aus als vorher. Aber natürlich, wenn die Stühle ein bisschen weiter weg werden. Ist so klar, Sonny? Okay, Leute, es ist jetzt hier wirklich kurz, es ist so spät, ich hatte so ein doofes Zeitmanagement, ich kann es nicht glauben, es ist einfach nach 8 Uhr. Wir sind einfach schon 10 Stunden am Werkeln und ja, wir kleben jetzt die Gardinenleiste an, ja. Das wird schon und sonst ist ihr Freund Waldmann auch Handwerker und ich glaube, der kriegt das schon gewaxt, falls es abfällt. Es ist jetzt einfach für den Effekt. Wir machen hier meinen Klebestadt Born, da ist irgendwie auf einmal jeder gegen das, was ich mir gekauft habe. Also nehmen wir hier Jamies Tipp, doppelseitiges Klebeband, aber es ist so extra strong. Und ja, wirklich, wir haben gerade ein bisschen Zeitdruck. Ihr seht, es sieht hier noch nicht perfekt aus, aber es sieht auf jeden Fall schon gut aus und wir sind sehr hyped und ich glaube, es wird sehr, sehr toll. Wow. Jamie ist bei uns
zu Hause immer unser Sofa-Beauftragter. Dann sag ich immer, der Sofa-Beauftragte muss kommen und dann macht er die ganzen Kissen und Decken auf das Sofa schön. 3, 2, 1. Warte mal. Ach, ja, okay. Und das ist dagegen der Schild, ja, ist alles gut. Feind wird aufpassen, weil er wirklich checken, wie gemütlich man das hier mitnehmen kann. Guck mal, das ist auch so ein kleiner Tipp, vielleicht so ein kleiner Einrichtungstipp. Ich finde, mit so verschiedenen Materialien, die zusammen zu kombinieren, das ist ja jetzt hier alles trotzdem sehr, sehr clean. Also sehr viel Beige, sehr viel Cremetöne mit einer grauen Couch und so. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt hier mein Teppich auf so eine Haptik achten oder hier bei diesen Cremen ist es irgendwie so eine schöne... Das ist dann einfach irgendwie so, das macht dann trotzdem was aus und sieht ein bisschen besonderer aus. Nee, ich stelle das Sofa da eben mal halt drauf. Vorsicht, Lampen. Ja. Okay, so. Ich würde sagen so und das Sofa, oder? Dass er bei beiden ein bisschen heiß ist, würde ich sagen. So. Ja. Also dieser Raum ist der fertige Raum. Nein, es ist der... Ich bin so zufrieden. Wow, sehr authentisch. Nee, ja, also wir brauchten irgendwie Platz, ums... Ja. Naja, wow, sowas passiert halt einfach. Wir wollten schon immer eine Messi-Wohnung haben. Habt ihr gerade irgendwelche, so Ideen, wie es aussehen könnte? Oder seid ihr so... Also habt ihr vor irgendwas Angst, oder... Also ich sag's mal so, ne? Du hast ja gesagt, so, dass wir alle so ein bisschen so von der Deko so ein bisschen kalt haben. Ja. Also denke ich mal schon, dass so ein bisschen mehr... Wärme mit reingekommen ist. Ja. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber wir sind auf jeden Fall schon ultra aufgeregt. Ja, okay. Ja, ich habe auch eigentlich keine Befürchtung, ich bin einfach ultra aufgeregt und freue mich voll. Also ich hoffe, dass wir zufrieden sind, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das wird. Ich hoffe es auch. Wir vertrauen euch. Okay, ja, also Jamie macht da gerade, glaube ich, noch die letzten Steps. Wir waren wirklich gerade, bis gerade eben haben wir es gemacht und das ist jetzt, ja. Wie spät ist es jetzt? 8:30 oder so? Ich habe auch nur 12 Kaffee getrunken. Wo wart ihr eigentlich gerade? Im Café waren wir. Ich war shoppen, erstmal bei H&M, dachte ich mir so, komm. Jetzt muss ich mal wechseln, wir sich über den Weg gelaufen. Dann waren wir nochmal im Café. Wir waren bei 2 Cafés. Ja. Dann waren wir tanken. Ja, und dann haben wir im Auto gefahren. Nein. Aber wir haben noch Pakete abgeholt beim DHL-Paketshop. Okay, ja. Ihr hattet was zu tun. Ja. Wir holen euch in ein paar Sekunden, glaube ich. Ja. Hast du den Pepsi stehen? Mhm. So, wie boah, mein Herz. Ach du Scheiße. Ich sterbe gleich. Ich glaube, du hast so kalte Hände. Geh weg. 3, 2, 1. Alter, was? Oh mein Gott! Junge, das sieht krass aus. Alter! Das sieht krass aus. Oh boah, ich zitter richtig krank. Ey, das sieht echt ganz anders. Warte mal, hier ist auch noch was. Meine Bilder! Komm, wie gut die aussehen, die Bilder. Das sieht. Hä? Das sieht ganz anders aus. Der Tisch sieht auch richtig krass aus, ne? Komisch, irgendwie ist das so ein ganz anderer Raum auf einmal. Ich hab auch krass, das sind so wenige Veränderungen, die aber so. Wo kommen wir hier? Jetzt das, was du ausgesucht hast, da oben ist jetzt dieser Kopf, das sieht auch voll krass aus. Ja. Die Bilder sehen und das sieht auch viel geiler aus, weil das nicht mehr so leer ist. Ey, das, sieht, ja, so, ne? Ey, das sieht so gut boah, aus. Boah, ich zitter so krank. Dankeschön. Oha. Hä, das hätte ich niemals gedacht. Ey, ne? Wir waren so krass begeistert von diesen Bildern. Ey, das sieht, auf dem Boden dachte ich mir so, ja okay, kann was werden? Nein, du dachtest dir nur so, nein, ich habe gedacht, das kann was sein, wenn man das so aufteilt. Aber es sieht so viel, viel besser aus. Denn bitte? Oh krass. Und die Lampe! Oh, guck mal, die Lampen da noch so. Unnormal heftig. Diese Lampen! Ey, guck mal, wir haben Gardinen! Das hab ich gekauft! Ja. Also, gekauft würde ich nicht mehr haben. Ja, okay, nein, ich hab gar nichts. Hä, hey, die Blumen sind voll hübsch! Waren die von Depot? Ja. Oh mein Gott. Der Tisch, der ist nur Alibi, aber der andere sieht so ähnlich aus, ja. Aber den anderen kann man ausziehen. Was? Ja. Oh, ey, ihr seid zu krass. Na! Ey, Alter, was ist das? Ich hoffe, ey, wie schön ist das denn hier? Ja, das habe ich auch zu Hause und ich wollte so ein persönliches wow. Teil von mir sozusagen hier auch reinbringen. Was ist das denn für eine Bibel? Nein, das ist so, da kannst du was reintun. Das ist so ein Buch, wo du was reintun kannst. Ach, cool. Das fanden wir einfach Stauraum. Cool, so als Stauraum. Oh mein Gott. Hey, Schatz, hast du es erwartet? Ja, das ist viel krasser eigentlich, aber schon krass. Boah, wie konnten wir damals leben ohne so? Und diese Lampen sind mit Akkus, also da, die könnt ihr einfach abmachen, das ist so. Und dann könnt ihr die laden und hier ist halt so ein An- und Ausschalter. Ja.
Vielen Dank. Ja, gerne. Aber ich freue mich, dass es dir auch gefällt. Ich danke von dir meine Frage. Ich hatte so Angst vor ihr. Meine Frage. Danke. Gerne. Oh. Gefällt. Nein, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass voll viel reinpasst, um ehrlich zu sein, aber voll. Ja, so ein bisschen musste irgendwie, weil es war schon kühl hier. Ja. Guck uns jetzt ja nicht knallbunt, aber es ist irgendwie wärmer. Ja, und so ein paar Akzente so. So, wir lassen jetzt den Abend noch langsam ausklingen und Jamie erklärt gerade, wie die Alexa funktioniert. Wir haben dir nämlich noch eine Alexa eingestellt, damit die hier alles so mit Smart Home machen können. Und wir haben gerade so ein richtig süßes Geschenkpaket bekommen mit so polnischen Leckereien. Und weil meine Lieblingsfarbe Peach ist, hier so ein Peachen Squishmallow heißt der oder so. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so unfassbar süß. Es hat einfach super Spaß gemacht. Paulina war der perfekte erste Gewinner bzw. Gewinnerin. Und ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere. Gebt jetzt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben, wenn ich das weitermachen soll, wenn Loop My Room in die zweite Runde gehen soll, und folgt mir auf Instagram, denn dort werdet ihr wissen, wann die nächste Runde startet. Dann würde ich sagen, lasst mir gerne in den Kommentaren da, wie ihr es fandet, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!